Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die nette Einleitung, die netten Worte. Ich finde das ein sehr komplexes Thema, Organtransplantationen. Und das hat mich eigentlich immer neugierig gemacht und das hat mich immer beflügelt. Also alle schwierigen Sachen, ich sage das mal so direkt, alle schwierigen Sachen im Leben habe ich immer beflügelt, weil ich dann hingucken konnte oder lernen konnte, hinzugucken, mich hinzugeben, nachzuforschen, nachzuprügeln vielleicht auch, wie ist es denn wo. Es gibt, finde ich, viele Sachen im Leben, die nicht so einfach zu greifen sind. Das Thema, würde ich sagen, gehört dazu. Es ist ein Thema aus oder zu den Bereichen Medizin, Juristerei und dann Theologie, Spiritualität, Geisteswissenschaft. Ich habe bemüht, überall, wo es Studien gibt, die natürlich zu greifen, auch aus dem Englischen viele Studien gelesen. Einzelberichte habe ich zu verschiedenen Fragestellungen. Bei diesem Thema gibt es aus meiner Sicht keine gescheiten Studien, jedenfalls habe ich nichts gefunden. Also ich habe einfach sehr viel gesucht und recherchiert, was gibt es, und habe sozusagen in der Ableitung meine Sachen zusammengestellt und gebaut. Ich versuche in dem Vortrag möglichst nicht zu werten, beziehungsweise wenn ich werte, dann werde ich sagen, aber ich versuche im Wesentlichen zu berichten. Von den verschiedenen Seiten, das ist ja ein umstrittenes Thema. Und man kann selbstverständlich verschiedener Meinung sein, und ich finde, das gehört sowieso zum Menschsein, dass man eben seine eigene Meinung haben darf, und dann hat der andere vielleicht eine andere Meinung, das ist das Normalste der Welt. Ich wünsche mir in diesem Sinne auch für diesen Vortrag eine konstruktive Atmosphäre. Ich habe letzten Endes auch meine Meinung. Vielleicht kommt ihr hinterher in der Fragebeantwortung ein bisschen durch oder auch nicht. Jedenfalls, jeder soll seine Meinung haben. Die grundsätzlichste Frage hier bei dem Thema ist aus meiner Sicht die Frage nach dem Hirntod oder dem sogenannten Hirntod. Der Begriff ist ja auch in Listen umstritten. Also ist der Hirntod tot? Das wäre für mich die grundsätzlichste Frage. Es gibt natürlich noch andere grundsätzliche Fragen, wie eben, wie ist das mit dem Bewusstsein, wo kommt es her, wo wird es abgespeichert? Und auch die Frage nach dem Tode, gibt es ein Bewusstsein, was nach dem Tode weitergeht? Geht die Seele weiter oder nicht? Wie kann man sich das alles vorstellen? Das sind ja ganz grundsätzliche Fragen, die ich auch ein bisschen streife. Ja, das habe ich mir ausgesucht sozusagen als Leitwort. Das ist immerhin ein Physiker, der eine letztlich religiöse Aussage macht. Transzendente könnte man ja so übersetzen, das ist das Religiöse. Also der Mensch bedarf der Führung durch das Transzendente oder auch noch dieses. Zwei Leitwörter habe ich, das finde ich auch passend. Also wir wollen alle immer, oder viele von uns wollen immer alles genau wissen, also wenn sie es wissen wollen. Insofern sind wir auch Wissenschaftler, könnte man sagen. Und Gläubige ist jetzt etwas schwieriger zu verstehen, ob wir alle auch Gläubige sind, wie auch immer, kann man sagen, kann man nicht sagen. In dem Sinne, wie wir alle einen inneren Kern haben und uns irgendwie auch vielleicht spüren, fühlen, empfinden, könnte man auch sagen, indem wir an uns glauben, sind wir letzten Endes, also an uns in einem inneren Sinne, sind wir letzten Endes auch Gläubige. Ich möchte mir zu Beginn des Vortrags noch die Frage erlauben, falls Sie antworten möchten. Gibt es hier jemanden, der aus dem Organtransplantationsbereich ist? Also OP-Bereich, irgendwie mit den Dingen Medizin nicht wirklich zu tun hat? Anscheinend niemand. Ich habe noch die Frage, gibt es hier jemanden, der ein Organ bekommen hat, der also Organempfänger ist? Gut, gibt es nicht. Also in der gesellschaftlichen Diskussion würde ich sagen, geht die Diskussion ja immer eher von der Organempfängerseite. Ich sage immer die Organbedürftigen aus, also die, die ein Organ haben wollen, die sterben sonst und die wollen eben noch länger leben. Also ist da, würde ich sagen, der größte Druck. Wenn Sie die Sache, also wenn ich mir die Sache logisch durchdenke, finde ich, geht aber immer die Reihenfolge vom Spender, der gibt ja was her, zum Empfänger. Ja. Das hier soll das Inhaltsverzeichnis sein. Wir machen also jetzt gleich zwei kleine Kapitel zum Gehirn und Bewusstsein und zum Sterbevorgang und Tod. Ich bin überzeugt davon, dass wer noch nicht bei einem Sterbenden dabei war, auch wenn sie was zum Sterben wissen sollte, vielleicht wissen sie es eh, dann ist es nichts Neues für sie. Und dann komme ich erst zu dem eigentlichen Hauptkapitel, eben der Organtransplantation, wie ist es für den Spender und wie ist es für den Empfänger. Das Kapitel übergehe ich aus Zeitgründen und dann sage ich noch kurz was zu der Rechtssituation und zum Schluss mache ich noch eine kleine Wertung. Ja, also hier das Kapitel Mensch, Gehirn, Bewusstsein, Naht und Erfahrungen. Früher waren wir immer, also in unserem abendländischen Menschenbild hat es immer geheißen, viele glauben das ja auch immer noch, wir sind bestehend aus Körper, Seele und Geist.
Das hat sich so ungefähr seit Descartes ja zumindest zum Teil in der Gesellschaft geändert. Die letzten 200 Jahre ist ja zunehmend auch zumindest ein Weltbild entstanden, dass wir letzten Endes nur physisch sind, materiell. Also biochemisch-physikalische Wesen, könnte man sagen. Man erklärt alles physisch. Viele Menschen glauben das so oder stellen sich das so vor, dass es so ist. Also es gibt zwei Weltbilder, eben dieses zumindest auch Immaterielle, also materiell-immaterielle mit Körper, Seele und Geist. Und es gibt das Weltbild oder das Menschenbild, wir sind nur materiell zu sehen. Alles ist materiell, nichts anderes gibt es. Einen ganz kurzen Ausflug zum Gehirn, nur ganz grob und einfach gemacht. Also der größte Teil unseres Gehirns ist eben das Großhirn, umgeben am Rande von der sogenannten Großhirnrinde. Dann hier hinten das Kleinhirn, da hinten im hinteren Bereich. Dann vom Rückenmark her kommt das Stammhirn, meistens im oberen Bereich. Und in der Mitte ist eben das limbische System mit dem Zwischenhirn. Also wir haben drei oder vier Teile, je nachdem wie viel man zählt. Wenn Sie versuchen zu ergründen oder gucken, was auch meinetwegen die Wissenschaftler sagen, wie entsteht Bewusstsein? Da gibt es eben auch verschiedene Meinungen. Es gibt im Wesentlichen zwei Thesen. Das eine ist die sogenannte Produktionshypothese, dass eben das Gehirn das Bewusstsein erzeugt. Und das andere ist die Übertragungshypothese, dass das Gehirn nur was überträgt. Also sozusagen ähnlich wie beim Radio. Also das Radio macht ja auch die Nachrichtensendung oder die Musik nicht selber, sondern die Rundfunkanstalt macht das. Oder sie legt auch nur irgendwelche Musik auf, dann hat es wieder jemand anders gemacht. Aber das Radio ist ja normalerweise nur ein Übertragungsgerät. Also in dieser zweiten Denke ist das Gehirn quasi ein Übertragungsgerät für unser Bewusstsein. Und ähnlich ist es ja auch auf der Seite der Abspeicherung, der Bewusstseins- oder der Denk- oder der Abspeicherung, also Gedächtnis kann man auch sagen. Da gibt es eben auch die zwei Richtungen. Die meisten Neurophysiologen, würde ich sagen, glauben oder gehen davon aus, dass eben alles physikalisch, physisch im Gehirn abgespeichert wird. Also, zum Beispiel sagt man in der Großhirnrinde, also am Rande von dem gelben Bereich, da würde also Intelligenz und Bewusstsein sitzen. Das ist so die übliche Denke. Gibt aber die andere Seite auch, das sind, würde ich sagen, zahlenmäßig eher weniger Wissenschaftler, die sagen, nein, nein, also es wird zumindest auch gespeichert in einem Feld. Es gibt den deutschen Chemiker Volkermann, der sagt, also unser Gedächtnis, auch die emotionalen und intellektuellen Inhalte von Lebenserfahrungen sind in einem solchen Feld gespeichert. Jedes Organ, sagt er, baut ein solches Feld auf. Jo, das sagt er. Also das wäre dann zumindest auch eine immaterielle Abspeicherung. Das sind die beiden grundsätzlich verschiedenen Richtungen, die es da gibt. Ich würde auch sagen, dass das eine Sache ist, die nach wie vor, also umstritten ist sie sowieso und sie bleibt auch umstritten. Also bringe hier mal ein ganz seriöses Portal im Internet von der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft und der Hertie-Stiftung, die sagen, das Gehirn.info heißt das Portal, was das Bewusstsein genau ist und wie es mit dem Gehirn zusammenhängt, bleibt umstritten. Oder auch der kanadische Neurochirurg Alexander sagt, aktuelle neurowissenschaftliche Hypothesen über die mögliche biochemische Natur des Gedächtnisses sind sehr unterschiedlich und es ist keinerlei Konsens in Sicht. Oder er sagt, wenn es um die Beziehung zwischen Gehirn und Bewusstsein geht, gibt es einen großen weißen Fleck in der modernen Neurowissenschaft. Also ist die Frage, wie man das eben zuordnet, wie man diese Prozesse versteht. Ich erlaube mir noch die Bemerkung, wir hatten 1969 einen großen technischen Schritt zumindest in der Menschheit, und zwar die erste Mondlandung. Hier sind wir noch nicht so weit, dass einigermaßen eine Übereinstimmung in der Wissenschaft und auch in der normalen Gesellschaft herrscht, wie man sich diese Prozesse, mit denen wir alle jeden Tag von morgens bis abends zu tun haben, also wie entstehen Gedanken und wie werden sie abgespeichert, wie das wohl geht. Ich mache einen kleinen Ausflug, ich hoffe, können ein bisschen mitkommen jetzt, und zwar zu einem ganz anderen Gebiet, weil das innerlich irgendwo auch zusammenhängt, und zwar zu den Nahtoderfahrungen. Ist ja auch in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten inzwischen so, dass man darüber ein bisschen oder wie auch immer reden kann. Es gibt Studien darüber, die aus meiner Sicht beste Studie ist von einem holländischen Kardiologen, Van Lommel, der hat also um die 350 Patienten interviewt, 10 verschiedene Krankenhäuser,
Und da kamen also raus, die wenigsten haben ein Nahtoderlebnis. Die wenigsten, 14% sind das. Und er hat aber diese Patienten dann nach 2 und nach 8 Jahren erneut interviewt. Und da kam aber sehr deutlich raus, dass also die Gruppe, die was erlebt hat und die gesagt hat, ich habe was erlebt, dass die eine signifikante Abnahme der Furcht vor dem Tod hatten. Auch die Bedeutung von Geld, Besitz und Macht hat signifikant abgenommen. Also da ist ja dann die Frage, also eigentlich gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder sind Nahtoderfahrungen halluziniert, vorgestellt, imaginiert, also ersponnen könnte man auch sagen, irgendwie ausgedacht, psychischer Stress, keine Ahnung, wie die Erklärung noch heißen könnte, oder die Nahtoderfahrungen sind real erlebt. Also wenn dann berichtet wird von irgendeinem vielleicht bereits Verstorbenen, müsste der dann in dieser Denke ja tatsächlich real existieren. Also eben nicht wirklich tot sein, sondern leben. Entweder oder. Also entweder verschwommen oder real. Es gibt Aussagen, also dieser Kardiologe, der kommt in seinem Buch zu dem Ergebnis, das Gehirn hat eine Bewusstseinserfahrungen ermöglichende Funktion. Also ähnlich wie diese Übertragungshypothese, könnte man sagen. Das Bewusstsein ist nicht an einen funktionierenden Körper gebunden. Also die Menschen sind ja klinisch tot, das Herz schlägt nicht mehr, die werden reanimiert. Und das Hirn ist ja normalerweise nach dem Sterben sehr schnell, also ohne Sauerstoff geht da nicht mehr viel. Ein paar Minuten später ist es dann schon, dass es sich verabschiedet. Und es gibt ja Situationen, ich hatte letztens den Fall, also berichtet wurde, ein Taucher in, ich glaube, 10 Meter Tiefe in seiner Ausbildung hat einen Lungenriss bekommen und dann von seinen Kollegen hochgezogen, also der war klinisch tot. Da ging eine halbe Stunde bei dem. Und nur durch extremste Maßnahmen haben sie den wieder hinbekommen, also wieder geholt. Also eine halbe Stunde ist eine Zeit, wo nach schulwissenschaftlichem Verständnis das Gehirn tot ist, also aus ist, nichts mehr. Und trotzdem haben diese Menschen, ich sag mal Bilder, also sind die Bilder eben, also dem Gehirn nach könnten sie keine Bilder mehr haben. Also sind sie, was weiß ich, wie sie jetzt stehen, ist halt die Frage. Also die Frage ist, ob die Nahtoderfahrungen real sind oder eben versponnen, ausgesponnen. Es gibt den englischen Neuropsychiater Fenwick, der sagt zu diesen Nahtoderfahrungen, die Menschen danach werden empfindsamer und intuitiver. Es ist auch bekannt, dass die Menschen bis zu 7 Jahre brauchen, durchschnittlich, um das in ihrem Leben zu integrieren. Also das sind sehr grundlegende, also so würde ich das bewerten, sehr grundlegende Erlebnisse. Es gibt zum Beispiel auch ein höheres Scheidungsrisiko. Also das ist wirklich so. Ich habe vor kurzem einen getroffen, der hat sich danach, weil er mit seiner Frau darüber, also der hatte so eine Nahtoderfahrung, er konnte mit seiner Frau nicht reden darüber, und dann hat es dazu geführt, dass sie sich geschieden haben. Das ist auch beschrieben in der Literatur. Also wenn man mit seinem engsten Partner über wichtige Sachen nicht reden kann, was weiß ich, kommen sicher noch andere Sachen dazu, aber das ist dann halt auch so eine Sache vielleicht. Ich habe selber Verlauf gesagt, mal sowas Ähnliches zumindest gehabt. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also, ich fand es schön, aber es ging halt sehr tief rein. Sehr tief. Ja, ich wollte Ihnen was zum normalen Sterben jetzt hier noch erzählen. Also ich habe halt sozusagen viele Menschen als Krankenpfleger sterben sehen. Die Menschen werden immer schwächer. Sie verlieren gewissermaßen ihre Sinnesleistungen. Also sie sehen, sie riechen, sie hören dann nichts mehr zum Schluss. Geht alles weg, jedenfalls meint man das so. Ich denke, das ist auch so. Der Puls geht weg, also der Kreislauf geht runter. Das Letzte im Grunde ist immer dann, Hautmasse tritt ein, Körpertemperatur geht runter. Das Letzte, was dann eintritt, ist dann sozusagen der letzte Herzschlag und der letzte Atemzug. Also wenn Sie dabei sind, wahrscheinlich hat ja der eine oder andere von Ihnen mal ein Sterben erlebt. Für mich war das immer so der letzte Atemzug vor allen Dingen. Dann kommt vielleicht nochmal eine halbe Minute später ein Nachseufzer. Und dann hatte ich immer den Eindruck, so grob, das war es jetzt. Also etwas grob formuliert. Das ist der sogenannte klinische Tod, dieser Zeitraum, den ich gerade beschreibe. Es geht aber biologisch danach noch weiter. Also Sie haben dann das Sterben der Organe. Das Hirn als erstes, 10 bis 15 Minuten später. Dann Herz, Leber, Lunge, 15 bis 60 Minuten. Die Niere nach 2 Stunden. Magen und Darm halten am längsten durch, die sind noch bis zu 24 Stunden funktionsfähig oder was weiß ich, irgendwie lebendig halt noch. Der Arzt, der aber ja einen Totenschein ausstellen muss, der braucht aber wiederum die sogenannten Todeszeichen.
Man spricht von einem sicheren Todeszeichen. Das erste ist eben die toten Flecken, also die Menschen liegen auf dem Rücken, wenn sie sterben. Das Blut sackt nach hinten und ab, am Rücken oder Ellbogen. Da kriegen die dann gräulich-bläuliche, violettfarbene Flecken. Das sind die sogenannten toten Flecken. Das zweite Todeszeichen, was der Arzt bescheiden muss, ist die Totenstarre. Menschen werden fest. So, ich erzähle das Ganze, um Ihnen zu verdeutlichen, wer es nicht eh schon weiß, dass das Sterben immer ein Prozess ist. Also wir haben den klinischen Tod, jetzt hat man zum Schluss noch den biologischen Tod, ungefähr nach 24 Stunden. Wenn man das Ganze versucht, auf der seelischen Ebene anzurufen, ist ja die Frage, wie es da aussieht. Schwierig rauszukriegen. Also jetzt zitiere ich wieder jemanden, der Herr Inhoff, ein Psychologe, der sagt, die Seele der Menschen befindet sich in Aufbruchstimmung. Der Körper in Abbruchstimmung, die Seele in Aufbruchstimmung. Oder auch der Sterbeforscher Jacobi sagt, die Seele löst sich langsam vom Körper. Die hellsichtige Jana Haas sagt, das geht schon vor dem klinischen Tod los, zum Teil Tage vorher, dass sich die Seele in Teilen schon löst. Und aber erst der letzte Teil, da komme ich noch dazu, wann der Prozess abgeschlossen ist. Der Sterbeprozess geht somit auch über den Herztod hinaus, den eben bezeichneten Punkt der klinischen Tod, der letzte Seufzer. Der Sterbeprozess ist eine Summe, geht darüber hinaus. Oder man sagt auch, der Sterbeprozess geht auch nach dem letzten Atemzug subtil weiter, bis die endgültige Trennung von Körper und Geist vollzogen ist. Was ist denn das jetzt? Hat die Seele jetzt hier da einen eigenen Stellenwert? Kann die sich nicht anpassen, könnte man sagen. Also in muslimischer Auffassung ist der Mensch erst tot, wenn sich die Seele vom Körper getrennt hat. Was ist denn das jetzt? Ist das nochmal was Eigenes? Gehört das nicht zu dem anderen dazu? Noch ein Indikator ist die Wärme am Rumpf. Die Menschen sind ja danach nicht sofort kalt. Die sind an den Gliedmaßen, in der Peripherie, Händen, Füßen, da sind sie schon gerne bläulich und kalt. Aber am Rumpf ja nicht unbedingt. Brust nicht kalt. Das geht schon, bis sie wirklich kalt werden. Und ich wollte jetzt einfach aus der Kunstgeschichte was zeigen. Also hier hat man sich, das ist aus dem Totenbuch, ägyptischen Totenbuch, eben den Seelenvogel so vorgestellt, also hier ist ein Verstorbener und da ist eben seine Seele ausgetreten. Streng genommen nur ein Teil der Seele. Oder auch hier, im nächsten Bild, das ist ein Bischof und den Augen nach könnte man denken, der ist verstorben. Sie sehen hier an der Seite was austreten, das soll also die Seele sein und in dem Fall streiten sich Engel und Teufel um die austretende Seele des Bischofs. Also man muss bei diesen künstlerischen Darstellungen, finde ich, immer unterscheiden, wie weit entspringen sie letztlich einem wahrhaftigen, man könnte sagen einer Schau, und wie weit sind sie nur ausgedacht. Also ich würde werten jetzt hier zum Beispiel, dass Engel und Teufel ausgedacht sind. Das wäre jetzt meine persönliche Wertung. Dann haben wir hier noch was. Das ist, glaube ich, bekannter, das Bild. Auch so 15. Jahrhundert. Da ist also auch ein Verstorbener. Und da tritt eben jetzt hier in Form eines kleinen Menschen ein seine Seele aus, was soll es sonst sein? Und ein Engel holt die Seele ab. Ich habe ja in Bonn jemanden getroffen, die das, also ihre Angehörigen haben das, diesen Austritt, den ich jetzt hypothetisch ja erstmal nur darstelle oder versuche zu beleuchten, erlebt. Haben also die Angehörigen, verschiedene Angehörigen, unabhängig voneinander, beim Tod ihres Angehörigen eben, 5 bis 10 Minuten nach dem klinischen Tod, im letzten Atemzug, so etwas wie ein graues Seidentuch aus dem Kopf austreten sehen. Also nicht so ein Menschen, ein graues Seidentuch. Oder auch, ich habe in Euskirchen jetzt mit einer Dame zu tun gehabt, die war beim Tod ihres Mannes dabei, der ist verblutet, sie hat seinen Kopf gehalten, war ganz fürchterlich, jedenfalls hat sie dann Minuten nach dem Tod ein dickes, fettes, wie eine unsichtbare Wolke aus dem Kopf austreten gefühlt. Gibt in der Literatur, also in so spezieller Literatur zumindest dazu auch, alles ähnliche oder quasi gleiche Angaben, wie das Leute beschrieben haben, die meinten, sowas eben gesehen zu haben. Das kann man nicht beweisen, aber es gibt zumindest diese Berichte. Und jetzt wollte ich Ihnen noch was zeigen von einem zeitgenössischen Maler, der das gemalt hat, das was ich jetzt hier benenne. Das ist, oh, jetzt kommt noch das, Entschuldigung, das war
Das mache ich mal eine kleine Story dazu. Also das ist Willem Busch, das ist eine Nachzeichnung von einem seiner Comics, kann man ja sagen. Er war der erste Comiczeichner so ungefähr. Jedenfalls die Frau Helene kennen Sie vielleicht, die hat so viel gedichtet. Und hat dann eben irgendwann, wurde sie bewusstlos, sie fiel runter. Beim Runterfallen nahm sie eben die Petroleumlampe mit sich. Die Petroleumlampe, die Tischdecke, die auf dem Tisch drauf war, hat alles entzündet. Sie ist verbrannt. Die Seele von der frommen Helene ist also aus dem Körper, ist durch den Schornstein nach oben. Und oben haben Engel und Teufel gewartet. In dem Fall hat jetzt hier, Moment, wo waren wir jetzt hier? In dem Fall hat jetzt hier, also das ist der Engel, der hat verloren. Der Teufel nimmt im nächsten Bild dann die Seele der Helene zu seinem Oberteufel mit. So ist das bei dem Willem Busch gewesen. Jetzt komme ich zu meinem zeitgenössischen Maler, Gray, Alex Gray, USA, New York. Der hat das so gemalt. Also Sie sehen hier auch eben so eine Dunstmasse, ein Nebel, der aus dem Kopfbereich austritt. Es gibt in der Literatur, verschiedene Schilderungen, wo das austreten kann, gibt es verschiedene Angaben, aber dass da so etwas Unförmiges, nenne ich das jetzt mal, so eine Nebelmasse austritt, das wird vielfach berichtet. Und es gibt wiederum andere Darstellungen, weil ich ja vorhin das ägyptische Totenbuch zum Beispiel hatte, da war es ja mehr schon bald in Form eines Vogels. Also es gibt Leute, die sagen, dass es danach sich nach einer gewissen Zeit zu einer unsichtbaren menschlichen Form verwandelt. Aber erst einmal, und das ist übereinstimmend in vielen Berichten, wird das so benannt, dass eine, wie eine Nebelmasse da eben austritt. Ja, jetzt komme ich aber zum eigentlichen Thema, Organtransplantation. In Deutschland gibt es zwei Formen, wo es erlaubt sind, die Lebensende. Machen wir nochmal zurück, das hier war ganz schön. Ja. Also in Deutschland haben wir zwei Formen, die Lebensspende und die eigentliche Organspende. Also die Lebensspende, Sie können spenden eine Niere, Sie können spenden Teil der Lunge, Sie können spenden Teil Lunge und Leber. Es kommt ja in den Medien, sage ich, immer sehr gut rüber. Also ethisch, hochethisch könnte man sagen, sinnvoll, richtig. Ich will dem hier auch nicht grundsätzlich widersprechen, aber ich möchte zumindest ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar, die Nebenwirkungen, die auftreten können, sind in meiner Einschätzung doch mehr, als wie das meistens so berichtet wird. Es könnte zum Beispiel auftreten bei der Nierenspende, Lebensspende bin ich jetzt, also das Leben dann weiter. Also Herr Steinmeier hat seiner Frau eine Niere gegeben. Chronische Müdigkeit, Leistungsreduzierung, kognitive Einschränkungen, Bluthochdruck. Junge Menschen werden gewarnt, Lebensspende nicht so gut. Die Bundesärztekammer hat noch 2003 in einer Stellungnahme gesagt, der zu erwartende Nutzen für den Empfänger wiegt das Risiko für den Spender nicht auf. Warum Risiko? Ja, eben wahrscheinlich wegen diesen Nebenwirkungen. Was soll es sonst sein? Der Bundesverband der Organtransplantierten, also ein Verband, der auf der Seite der Organempfänger steht, der sagt, es muss sorgfältig abgewogen werden. Das ist eben auch nicht so ohne, zumindest mit einer Nebenorganspende. Also selbstverständlich kann es klappen. Ich weise nur darauf hin, dass es zumindest unter Umständen auch zu Nebenwirkungen kommen kann. Jetzt zur eigentlichen Organspende. Also ich will noch sagen, die Lebensspende ist subsidiär in Deutschland. Das heißt, sie wird nur gemacht unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen. Wenn das andere, also die, was ich jetzt als normale Organtransplantation bezeichne, die Spende nach Hirntod, nicht geht. Die ist eben eher nicht normal, wenn man das so kategorisieren möchte. Jetzt zur eigentlichen Organtransplantation. Ich will bitte was zu den Zahlen erzählen, damit Sie sich das Ganze, lässt sich damit ja auch auf der systemischen Ebene vorstellen können. Also wir haben ja immer höhere Zustimmungsraten, wir liegen jetzt bei etwa 80%. Also wenn Umfragen sind in der Bevölkerung, sind sie dafür, sind sie dagegen, ungefähr 80% sind dafür. Die Leute, die aber einen Ausweis ausfüllen, sind wieder viel weniger. Da liegen wir bei knapp 40%. Dadurch, dass der Ausweis positiv wie negativ ausfüllbar ist, wenn Sie die, in Anführungszeichen, jetzt negative Ausfüllung abziehen, kommen Sie zu ungefähr 34%. Also wir haben in Deutschland im Moment etwa 34% positiv ausgefüllte Organspendeausweise, dass die Leute haben. Die Leute haben aber das nicht oft bei sich. Also den Zahlen, die ich kenne, hat nur jeder Dritte dann auch seinen Spendeausweis dabei. Das schränkt die Sache auch wieder ein. Wir kommen ins Krankenhaus, der Arzt muss sich rechtlich absichern,
So, also kann man jetzt denjenigen nehmen oder nicht? Das ist ja immer die Frage. Das Alter. In Vorträgen oder in Gesprächen sagen wir immer wieder viele Leute, ja, also ich bin doch schon so alt. Mir kann doch nichts mehr passieren. Also meine Organe will ich nicht mehr haben. Das, meine Damen und Herren, ist ein Trugschluss. Also das Durchschnittsalter bei Organtransplantationen ist 52. Jeder Dritte, der spendet, ist 65. Es werden selbstverständlich auch noch 70- und 80-Jährige gemacht. Wir haben hier tatsächlich auf der technischen, faktenmäßigen Ebene einen Organmangel. Kriegen eben nicht alle, die ein Organ haben wollten, ein Organ. Es ist so. Soweit ich weiß, in allen Ländern auch weltweit. Es gibt nirgendwo da einen Ausgleich. Es steht überall ein Organmangel, wenn man es technisch betrachtet. Ja, und noch zu den Zahlen, dass Sie sich die Größenordnung einfach mal ein bisschen vorstellen können. Wir haben also letztes Jahr 955.000 Sterbefälle gehabt. Aber nur jeder Tausendste davon, 955, haben letztes Jahr ein Organ gespendet. Das ist nicht, weil die Leute keinen positiv ausgefüllten Organspendenausweis haben. Das ist primär deswegen, weil die medizinische Situation, in den Hirntod reinzukommen, so selten ist. Sie müssen im tiefsten möglichen Koma sein, und da sagt man, die Koma-Stufe 4 grenzt an das Hirntodsyndrom. Also erst wenn Sie ganz, ganz, ganz weit weg sind, das ist meine Wortwahl, erst dann sind die medizinischen der Situation, dass man sagen könnte, der ist jetzt wahrscheinlich Hirntod. Ich sage das so salopp, Hirntod, nicht die richtige medizinische Bezeichnung, bringe ich hinterher noch. Aber da machen wir jetzt die Hirntoddiagnostik, und den möchten wir vielleicht haben, wenn das rechtlich dann irgendwie geht. Relevant ist auch noch, dass bei den 955 Spendern letztes Jahr durchschnittlich 3,3 Organe gespendet werden. Also normalerweise nimmt man dann immer gleich mehr Organe raus. Ja, da haben ja viele Leute, die ein Organ haben wollen. So, wenn Sie das multiplizieren, kommen Sie zu 3,1000 gespendeten Organen im letzten Jahr. Die Zahl, die in den Medien immer kursiert, wie viele Menschen ein Organ haben wollten, also ich nenne diese Menschen immer Organbedürftige, liegt bei ungefähr 10.000. Also Sie können die Zahl 3,1 oder zu 10.000 in Bezug setzen. Was aber aus meiner Sicht noch relevanter ist, ist die Zahl 901. Im letzten Jahr sind 901 Menschen gestorben. Man könnte sagen, weil sie kein Organ bekommen haben. Jetzt könnte man die Zahlensucherei noch weitermachen. Ich zeige Ihnen das nur auf, um Ihnen die Größenordnung zu verdeutlichen. Wir haben also Sterbefälle, das Zehnfache in Deutschland durch Selbstmord. Wir haben das Zehnfache durch Alkoholkonsum. Und wir haben das Hundertfache an Sterbefällen in Deutschland durch Tabakkonsum. Also Sterben mit Verlaub tun wir alle. Jeder vielleicht um was anderem, aber irgendwie finde ich, ist es ja auch interessant, wie ist denn die Größenordnung? Also dass nur jeder Tausendste letztes Jahr tatsächlich von allen Sterbefällen Organspender wurde. Zeigt, finde ich, jetzt bin ich auf der Wertungsebene natürlich schon auf, dass eben das Medizin nicht so selten vorkommt. Das ist der Hauptgrund. Es ist also nicht einfach so machbar, dass wir auf einmal fünfmal mehr Organspender haben. Das geht also nicht. Man kann diese medizinischen Fälle nicht produzieren. Noch was zum Systemischen. Die wenigsten Krankenhäuser haben damit, erlaubt mir sozusagen, wirklich viel Erfahrung. Also die meisten deutschen Krankenhäuser haben noch nicht mal eine Entnahme pro Jahr. Natürlich ist es hier in Bonn, in der Uniklinik anders, aber auch die Uniklinik Bonn hat im Jahr 18 10 Spenden, 10 Organspender. Sage ich, ist auch nicht die Welt, aber immerhin. Also wie auch immer, ich will Ihnen nur die Größenordnung ein bisschen verdeutlichen. Ein Chirurg will ja auch seine, also ein Chirurg, der das macht, will ja vielleicht auch seine Erfahrung kriegen, also wie auch immer, also Operationen sollten gelingen und was weiß ich, ohne Praxis ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also gewisse Praxis ist da, aber eben nicht in Wald- und Wiesenkrankenhäusern. Oder wenig, sehr wenig. Ja, also die offizielle Definition von der Organen, also vom sogenannten Hirntod, ist irreversibel erloschene Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Oder kürzer gefasst, irreversibler Hirnfunktionsausfall. Nach meinem medizinischen Verständnis ist es so, dass diese Menschen in dieser Situation, also Koma-Stufe 4, angrenzend daran das Hirntod-Syndrom, nicht mehr zurückkommen. Also das sind für meine Kenntnis allesamt Sterben. Da gibt es auch Widersprüche, wenn Sie im Internet gucken, aber ich würde das so formulieren.
Also es sind Sterbende. Jetzt kann man natürlich fragen, sind sie jetzt schon eigentlich schon tot? Also nach abgeschlossener Hirndiagnostik, nach Transplantationsgesetz 1997, müssen bei diesen Menschen die Geräte abgeschaltet werden oder die kommen zur Organspende. Das war früher anders. Also früher hat man diese Patienten einfach irgendwie weiter beatmet, dass sie dann alle atmet und was weiß ich, die sterben dann halt irgendwann. Aber inzwischen ist die Rechtslage so, wie ich gerade sage. Wenn Sie so einen Menschen aber vor sich haben, also ich erlaube mir aus meiner eigenen Praxis zu erzählen, für mich waren diese Menschen immer weit, weit, weit weg. Natürlich sind sie nicht mehr Ansprecher, jenseits von Gute, Böse, sage ich mal. So würde ich das beschreiben. Aber die Menschen, unabhängig davon, dass man mit ihnen nicht, also ich konnte mit diesen Menschen nicht kommunizieren, das ging nicht. Vielleicht können es bestimmte Menschen, ich konnte es nicht. Wenn Sie aber diesen Menschen dann insgesamt anschauen, ist es so, dass der Mensch, wenn Sie also nicht mehr auf den Kopf gucken, dass der Mensch ansonsten sehr lebendig ist. Der Mensch, dessen Herz schlägt ja. Das Herz braucht nicht das Hirn zum Schlagen. Das Herz schlägt aus sich selber aus. Der Blutkreislauf, also noch künstlich angeregt, wird auch über das Beatmungsgerät, natürlich die Lunge. Aber unterm Strich funktioniert ja zum Beispiel noch die Blutbildung. Die Menschen werden ernährt. Die Menschen scheiden aus, sie urinieren. Jungen können in die Geschlechtsreife kommen, Männer können Erektionen kriegen, Mädchen können ihre erste Regel kriegen, Frauen können Kinder kriegen. Ich habe in der Literatur eine Fallsammlung von 30 Frauen, die in diesem Zustand noch ein Kind bekommen haben. Also ich habe mir jetzt doch hier die Wertung, ein Kind zu bekommen, ich bin ja nur ein Mann, keine Frau, ich kann das gar nicht sagen, ich sage es trotzdem. Also in meiner Wertung ist ein Kind bekommen, doch eine ganz großartige Leistung. Und jetzt wäre die Frage, sind die Menschen tot? Also die Frage, ob der Hirntod der Tod ist. Ich habe in dem Handout zum Beispiel hinten drauf einen Film, falls Sie sich den mal angucken wollen, genau zu dieser Frage. Der ist sehr wissenschaftlich, der sagt nicht, es ist so oder so, er lässt den Zuschauer und den Zuhörer frei. Aber da geht es eine Stunde lang in dem Film um diese Frage, auch weltweit, kulturübergreifend wird der Frage nachgegangen. Also man kann ja da verschiedener Meinung sein. Der Deutsche Ethikrat hat in seiner Stellungnahme 2005 noch immerhin zu einem Drittel seiner Mitglieder gesagt, der Hirntod ist nicht der Tod. Ich bringe jetzt auch noch mehr kritische Stimmen. Ich bringe jetzt absichtlich vielleicht das Ganze ein bisschen unausgeglichen, also kritische Stimmen, weil ich der Meinung bin oder meiner Wahrnehmung nach es so ist, dass in den Medien das schon eher so rüberkommt, dass es eben der Tod ist. Da kann man, wie gesagt, verschiedener Meinung sein. Ich bringe jetzt ein paar kritische Stimmen. Das erste ist sogar ein Befürworter der Organtransplantation, der amerikanische Medizinethiker Tork, der sagt, der Hirntod ist kein wissenschaftlicher Fakt, sondern eine soziale Übereinkunft darüber, wann wir jemanden als tot betrachten. Der deutsche Neurochirurg Zieger sagt, Hirntod ist eine künstliche Definition. Der Schweizer Philosoph Brenner sagt, er geht jetzt noch einen Schritt weiter in seiner Wertung, die Transplantation bedeutet Tötung. Und der deutsche Internist Bavastro in Stuttgart sagt, Organentnahme ist fremdnützige Tötung eines Sterbenden. Also ich wollte das nur einfach zur Ergänzung der mir so üblichen Meinungen in den Medien sozusagen als Ausgleich zusätzlich sagen, dass es eben auch solche Stimmen gibt. Jetzt zum Verlauf im Krankenhaus. Also, ich habe ja schon gesagt, Koma, vierte Stufe, angrenzend daran das Hirnblutsyndrom. Die Ärzte denken sich jetzt, sage ich jetzt mal im Verlauf, jetzt ist er vielleicht eben in diesem Zustand, es wird die Hirnblutdiagnostik gemacht. Danach, also entweder hat er vorher seinen positiv ausgefüllten Organspendeausweis gehabt, dann ist okay. Und ansonsten erfolgt dann ja das Angehörigengespräch. Im Angehörigengespräch geht es um drei Sachen. Erstens, erstens der mündliche Wille, also das macht man insbesondere dann, wenn es eben keinen Organspendeausweis gibt. Ja? Der Mensch ist also jetzt hirntot, ich sage das so salopp, und jetzt will man ja wissen, geht das oder geht das nicht, können wir ihn nehmen oder können wir nicht nehmen. Also spricht man mit den Angehörigen, weil es da eben rechtlich diese Möglichkeit gibt, das Angehörigengespräch. Erstens also die Frage, ist der mündliche Wille, was war denn wohl der mündliche Wille? Zweitens die Frage, was ist der vermutete Wille? Und drittens können die Angehörigen, wenn beides sozusagen nicht greifbar ist, auch noch ihre eigene Meinung sagen. Der häufigste Fall in Deutschland, dass es zur Organspende kommt,
ist nicht der positiv ausgefüllte Organspendeausweis, also die vorhin genannten 34%, könnte man ja noch nach oben schrauben vielleicht. Aber der häufigste Fall ist im Angehörigengespräch der vermutete Wille. Der vermutete Wille führt zu den meisten Organspenden. Ich will es nur als Berichterstattung sagen. Also, dann war das Organangehörigengespräch und jetzt haben die gesagt, vielleicht vermutete Wille ja, er würde bestimmt spenden wollen. Er ist immer ein sehr sozialer Mensch gewesen, also will er bestimmt auch seine Organe hergeben, zum Beispiel so. Und dann kommt es also zur Entnahme-OP. Der Mensch wird beatmet, in den OP gefahren. Ich sage der Mensch, man kann auch sagen, juristisch ist es der Verstorbene dann schon. Also man spricht von der postmortalen Organspende, juristisch ist es ist ein Verstorbener. Ja, ich erlaube mir trotzdem die Wortwahl, der Patient wird beatmet in den OP geschoben. Ja, und werden Muskelrelaxantien gegeben, Narkose ist in Deutschland nicht vorgeschrieben, meines Wissens nach gibt es ungefähr bei 50% der Fälle aber trotzdem eine Narkose. Ja, und dann wird er aufgemacht, also gibt den kleinen, also einen kleinen Schnitt und einen großen Schnitt von unten bis oben, je nachdem, was man haben will. Und dann tut man die Organe abklemmen und nacheinander ist das Blut raus und tut eine 4 Grad kalte Flüssigkeit rein, damit die Organe sich besser konservieren, damit sie auch gesäubert werden, könnte man sagen, damit die sich besser konservieren, dann nimmt man die Organe raus. Oft oder in der Regel nimmt man als letztes das Herz raus. Ich erlaube mir die Bemerkung, man könnte jetzt bei der Herzherausnahme auch sagen, dieses wäre dann, wenn man vorher der Meinung war, es ist doch noch ein lebender Mensch, wäre dann der Todeszeitpunkt. Wenn man dann auch das mit der Seele anschließt, könnte man zusätzlich auch nochmal schlussfolgern, dass die Seele auch erst zumindest in ihren letzten Anteilen erst danach geht. Sagen könnte. Könnte so sein. Ja. So, also dann hat man jetzt die durchschnittlich, was habe ich vorhin gesagt, ich glaube 3,1 Organe rausgenommen. Und jetzt muss es schnell gehen. Das Ganze ist mit Verlaub gesagt ein riesiges, also ein kompliziertes, oder man könnte auch sagen, jetzt technisch gesehen bewundernswertes, technisches Vermögen, also die Leistung, die da erbracht wird. Das Herz muss jetzt zum Beispiel innerhalb von 4 Stunden schon wieder im neuen Körper drin sein. Also 4 Stunden ist nicht viel. Das sind in der Regel sind es ja verschiedene Krankenhäuser. Also das Entnahmekrankenhaus ist in der Regel eher nicht das Implantationskrankenhaus. Sonst könnte man ja einfach 2 OP-Säle nehmen. Da ist der Entnommene und da ist der ein Organ kriegen soll, dann geht das schneller. Das ist nicht der Regelfall. Kommt auch vor. Aber der Regelfall sind es verschiedene Städte Deutschlands. Man sieht, in 4 Stunden muss das Herz zum Beispiel schon wieder im neuen Körper drin sein. Das ist schnell. Also da müssen Sie schon richtig Gas geben. Das heißt, funktioniert. Ja, also da ist eben die Implantations-OP, dass der Organbedürftige sein neues Organ kriegt. Und danach, ja, also was ich gefunden habe, man sagt, also ich kann das jetzt nicht beweisen, man sagt 51% erhöhtes Krebsrisiko in den ersten 3 Jahren. Ein Krankheitsbild vergleichbar mit einer HIV-Infektion. Also natürlich, nach jeder großen Operation sind die Menschen immer erstmal lediert und es braucht eine Weile und ja, also dem Gesetz nach sind diese Menschen zumindest zum Teil Schwerbehinderte, daran kann man das sehen, dass das keine so ganz einfache Sache ist. Also es ist abhängig natürlich vom Organ, bei der Niere ist es nicht so schwierig wie vom Herz. Also Nierenimplantationen werden besser vertragen. Die Menschen bleiben aber, zumindest medizinisch gesehen, ihr Leben lang chronisch krank. Sie sind natürlich gesünder wie vorher, weil sie sind vielleicht ja inzwischen gestorben. Ja, ich habe lange gesucht, wo gibt es wirklich, ich nenne das jetzt mal ganzheitliche Studien. Also Studien für den Empfänger, wie es dem also insgesamt geht, auch psychisch. Ich habe quasi nichts gefunden. Also es gibt von der DSO, der Deutschen Stiftung Organtransplantation, verschiedene Sachen, aber nichts genau zu dieser Frage. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Robert-Koch-Institut, eine Studie, die hatte 2 Aussagen im Wesentlichen. Erstens eben Lebensqualitätsverbesserung. Klar, die Menschen wären jetzt vielleicht sonst gestorben schon. Also natürlich, selbstverständlich ist es eine Lebensqualitätsverbesserung, also technisch betrachtet, biologisch betrachtet. Aber eben auch Belastung durch die Tabletteneinnahme, die immunsuppressive Einnahme, durch Infektanfälligkeit und die Angst vor Abstoßungsreaktionen.
Im Herzblatt habe ich letztes Jahr die Zahl 4,3 Jahre gefunden. Also da stand 4,3 Jahre leben die Menschen durchschnittlich dann weiter. Diese Zahl kommt aus den USA. Ich habe mit dem Arzt korrespondiert, der das veröffentlicht hat. Er sagte, Deutschland dürfte es etwas höher sein. Also in meiner Wertung sagen wir durchschnittlich 5 bis 7 Jahre. Natürlich gibt es Nierenpatienten, die mit der Niere auch 10, 15 Jahre leben noch. Es gibt ganz viel Verschiedenes da. Aber gerade bei den Nierenpatienten ist es so, dass in Deutschland schon jeder 5. Nierenpatient die 2. Niere schon hat. Und es soll auch schon Menschen geben, die schon die 3. Niere haben. Also geht eben alles durch. Ja. Und auf der psychischen Ebene finde ich ganz passend, was ein Psychologe, Herr Künzelbeck, in der Medizinischen Hochschule Hannover sagt, der seit langem eben Organpatienten, also Organ, die ein Organ bekommen hat, betreut. Er spricht von 3 Phasen nach der Operation. Erstens Euphorisierung, also habe ich eine neue Lunge bekommen, ich kann wieder durchatmen, toll. Zweitens Phase der Ängstlichkeit, Furcht, sich zu infizieren. Und drittens Phase der Dankbarkeit dem Spender gegenüber und dass diese Menschen auch wieder mehr, also dass sie irgendwie das mehr hinbekommen, sich an kleinen Dingen zu freuen. Hier in diesem Haus war vor ein paar Wochen ja von der Uniklinik auch ein Vortrag hierzu und da hat auch ein Patient gesprochen, der also Leber bekommen hatte und er hatte hinterher auch gesagt, ja, er kann jetzt mehr in der Natur sein, er kann die Natur mehr fühlen, er kann es mehr wertschätzen, dass er irgendwie da in der Natur sein kann. Das fand ich toll. Also das geht eben sehr wohl auch. Ich möchte noch zitieren, jetzt in Sorge zu Herztransplantationen, was ich da auch aus dem Handout, aus dem Film raus habe. Da wurde ein junger Mann interviewt, 21-jährig hat er ein Herz bekommen und er hat also wortwörtlich gesagt, es ist unser Herz, wir teilen uns eine Person. Ich habe 3 internationale Studien oder Studien aus anderen Ländern gefunden, wo es um die Frage geht, wie weit da eventuell was vom Organspender kommen kann. Also Studien, wie es den Empfängern geht, mit der Frage, wie weit das eventuell mit dem Spender zusammenhängt. Es gibt eine Studie eines amerikanischen Kardiologen, Herr Marcel, der hat 100 Herztransplantierte interviewt und davon haben immerhin 10% bis zu 5 auffallende Parallelen zum Leben des Organspenders gezeigt. Und etliche Organempfänger übernahmen Charakterschwerpunkte des Spenders. Wie kann ein Mensch sowas sagen? In Deutschland wäre das nicht möglich. In Deutschland haben sie keine Möglichkeit herauszubekommen, wer der Spender war. In den USA geht das immer nicht. 2. Studie aus Österreich, eine Psychologin. Da waren es 6% der befragten Herztransplantierten, die Persönlichkeitsveränderungen hatten, die sich selbst eindeutig auf das transplantierte Herz zurückführen. Und aus Israel kommt eine Studie, da gaben 34% an, über das neue Herz Qualitäten des Spenders zu erlangen. Also in der Summe, beweisen kann man das sowieso nicht, aber es gibt eben solche Berichte oder Studien und in der Summe sind das meiner Wertung wenige, aber es gibt eben welche, die das so bezeichnen und es gibt ja auch Literatur darüber, also selbstgeschriebene Bücher, also von den Betroffenen. Zum Beispiel von der Claire Sylvia, das ist eine amerikanische Balletttänzerin, die hat also Herz und Lunge bekommen und danach hat sie gesagt, ja, sie hat das Gefühl, dass der Geist oder die Persönlichkeit ihres Spenders ein Stück weit in ihr weiterlebt. Und dann hat sie einen Traum gehabt, also ihr Buch rübergeschrieben, ich habe sogar mehrere Bücher. Er hat einen Traum gehabt und in dem Traum hat sie einen jungen Mann getroffen und die haben sich geküsst und während des Küsses hat sie das Gefühl gehabt, ja, also er und ich, wir bleiben jetzt für immer zusammen. Weil der tiefste Atemzug ihres Lebens, so hat sie das Gefühl. Nach dem Traum hat sie gemerkt, dass der junge Mann ihr Spender war. Sie hat auch tatsächlich von einem jungen Mann, der bei einem Verkehrsunfall umgekommen war, eben Herz und Lunge bekommen. 2. Fall von einer Susan in Deutschland, die hat eine Lunge bekommen. Zeige ich Ihnen jetzt ein Bild, die hat was gemalt dazu, die hat also das Gefühl gehabt, sie wäre jetzt an ihn gebunden wie an einen Zwillingsbruder. Manchmal habe ich das Gefühl, so, hier, das ist also ihr Bild, das ist die Susan und da oben im Baum ist was. Also sie sagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich spüre ihn genau, als hörte ich ihn atmen. Wenn ich unter einem Baum sitze, hängt er oben im Geäst. Und diese Art, dass also
will jetzt mal mich vorsichtigerweise ausdrücken, zumindest manche Organempfänger das Gefühl haben, dass der Spender in der Nähe ist. Das habe ich also öfters gehört. Ich will mich vorsichtig ausdrücken, manche sage ich. Keine Ahnung, wie viel das sind. Es gibt, wie gesagt, für mein Dafürhalten keine wirklichen guten Studien in der Richtung, die alle Ebenen oder tendenziell alle Ebenen abdecken. Drittes Beispiel, ein 8-jähriges amerikanisches Mädchen hat ein Herz bekommen, hatte danach Albträume. Die Eltern sind mit ihr zur Psychologin, dann macht ihr Mädchen. Also die Eltern sind mit ihr zur Psychologin, die Psychologin hat das aber auch nicht irgendwie heilen können. Die sind dann alle drei, die Psychologin, die Mutter und das 8-jährige Mädchen zur Polizei. Warum zur Polizei? Das, was in den Albträumen das 8-jährige Mädchen erlebte, wovon sie erzählte, war ein Ermordungsherd. Warum Ermordung? Das 8-jährige Mädchen hat von einem 10-jährigen Mädchen das Herz bekommen. Aufgrund der Angaben des 8-jährigen Mädchens bei der Polizei wurde der Mörder gefasst. Also diese Sachen sind in der Fachwelt, erlaube ich mir zu sagen, sehr wohl bekannt. Die Deutungsmöglichkeiten sind natürlich verschiedene. Ich bringe jetzt 5 Deutungsmöglichkeiten, einfach unkommentiert stelle ich das so hin in den Raum, dass ich selber was abschneiden können oder überlegen können, wie Sie es denn einschätzen würden. Erstens, Umstellungsprozesse, zerebrale Umstellungsprozesse. Zweitens, Nebenwirkungen der Medikamente. Drittens, dass Patienten ihren Spender ausfantasieren. Viertens, epigenetische, also durch Änderung der Lebensumstände bekommene Faktoren. Und fünftens, tatsächlich Übertragung. Ja, jetzt noch ein ganz kurzes Kapitel zur rechtlichen Situation. Also wir haben ja in Deutschland die Entscheidungslösung nach wie vor. Das heißt, das, was Sie entscheiden, ist wichtig. Oder nur das ist wichtig. Nur Ihre Meinung ist wichtig. Also haben Sie einen Organspendeausweis, Sie können ja wie nein angeben, ist Ihnen überlassen, aber Sie entscheiden das. Das ist die Entscheidungslösung, die haben wir in Deutschland. Wir haben seit April des Jahres auf der rechtlichen, gesetzlichen Ebene ein neues Gesetz. Danach werden die Vorgänge im Krankenhaus, also die Stellung des Transplantationsbeauftragten, die finanziellen Vergütungen, sind alle verbessert worden. Also ich sage es in meinen Worten, so wie ich es verstehe, jetzt ganz grob ausgedrückt, es wird alles etwas besser geschmiert. Ich meine das jetzt nicht wertend, geschmiert einfach nur, dass die Prozesse besser laufen. Also es verändert sich gerade in Deutschland, es gibt schon erste Berichte darüber, dass also auf der technischen Ebene, technisch betrachtet, wirkt sich das schon aus. Wir haben dann jetzt die Situation, dass ja gesetzlich was Neues ansteht. Also wir hatten die erste Lesung für die 2 Gesetzesentwürfe, wie es gerade geht. Im Juni, in circa 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen voraussichtlich wird im Bundestag das entschieden. Also es geht um die beiden Gesetzesentwürfe. Entweder kommt eine, ich nenne es in meinen Worten, eine Verschärfung der jetzigen Entscheidungslösung. Also das wäre dann eine Version, wo Sie dann, wenn Sie einen Personalausweis abholen oder verlängern lassen oder Führerschein auf der Behörde, dann gefragt werden oder angeregt werden, entscheiden Sie sich doch jetzt mal, was haben Sie denn für eine Meinung? Und zusätzlich soll der Hausarzt dann Sie auch noch entsprechend beraten, sage ich mal. Das wäre die Verschärfte, so nenne ich das, es gibt keinen richtigen Begriff, die Verschärfung der jetzigen Entscheidungslösung. Das ist der eine Gesetzesentwurf, die Frau Baerbock ist das zum Beispiel, aber es geht quer durch alle Parteien, die da auf dieser Seite stehen. Und das andere ist unser Gesundheitsminister. Und er spricht sich aus für eine Widerspruchslösung. Also Widerspruchslösung hieße, wenn Sie eben nicht widersprechen, werden Sie dann automatisch genommen, wenn Sie in diesem seltenen Fall der medizinischen Erkrankung in dieser Situation reinkommen. Ja. Das wäre die Widerspruchsregelung. Das Ganze ist meines Wissens nach so geplant, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln, die wird dann diese Arbeit ausführen, die darf dann ein Online, also falls diese Regelung kommt in Deutschland, die wird dann ein Online-Register aufbauen, ich sage mal für, was weiß ich, 40 Millionen oder so eine Größenordnung, so ähnlich wird das werden, also potenziell. Da werden ja dann nur, sie werden dann angeschrieben, so ist es jedenfalls geplant, sie werden dann angeschrieben, nicht mehr von den Krankenkassen, falls sie in den letzten Jahren da schon mal Briefe bekommen haben, sondern zumindest zusätzlich auch von eben dieser Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und eben mit der Frage, beziehungsweise mit dem Hinweis, also es ist ja was weiß ich, wie das formuliert, keine Ahnung, aber inhaltlich dann mit der Frage, wollt ihr spenden oder nicht, beziehungsweise wenn Sie nicht spenden wollen, müssen Sie sich ja in dieses Widerspruchsregister jetzt eintragen lassen. Also das müssten Sie dann tun, Sie haben ungefähr 1,5 Jahre Zeit
und danach ist das irgendwie vorbei. Also jedenfalls 1,5 Jahre will man die Daten einsammeln und dann, ja, genau, das ist jetzt die Widerspruchsregelung. Wenn die kommt, rechtlich möchte ich auch noch Folgendes sagen. Wir haben ja in den meisten Ländern Europas zum Beispiel eben diese Widerspruchsregelung, was der Herr Spahn will, ist in den meisten Ländern schon der Fall, ist üblich, ist gesetzlich verankert. Und ja, also es ist eine offizielle Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln. Die hat diesen deutschen Organspendeausweis, haben Sie bestimmt schon mal gesehen, ist so rot-gelb, so sieht er aus. Ja, 2 Seiten, positiv wie negativ, können Sie den ausfüllen. Den können Sie dort kriegen, Sie können im Internet den sich runterladen, ausdrucken, was weiß ich, bei irgendwelchen Veranstaltungen, also vor 6 Wochen da gab es den bestimmt bei der Veranstaltung von der Uniklinik, wie auch immer, ist ein sozusagen offizielles Papier oder so beschreiben, Sie können auch nur selber einen Zettel in die Tasche nehmen, aber wie auch immer, da sind halt Formulierungen drauf. Also jedenfalls diesen Ausweis, dafür besteht die Empfehlung von dieser Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wenn Sie ins Ausland fahren. Nehmen Sie doch diesen deutschen Ausweis in der jeweiligen Sprache mit. Also meine Frau war vorletztes Jahr auf Madeira, Madeira ist Portugal. Wir hatten also den deutschen Organspendeausweis auf Portugiesisch mit, damit im Falle des Falles, ja, dass Sie dann was Gleichsprachiges in der Muttersprache haben. Es gilt ja immer das Landesrecht. Sie nehmen nicht das deutsche Recht mit. Es gilt das Landesrecht. Also in Österreich zum Beispiel haben Sie die Widerspruchsregelung. Wir gehen gerne wandern, wenn ich in Österreich verunglücken sollte oder meine Frau, dann könnte es sein, also was weiß ich, in der Uni Innsbruck wird sowas gemacht, dass sie dann da drankommen. Könnte sein. Ja, also eine offizielle Empfehlung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wenn Sie so genau sein wollen, können Sie zusätzlich zum normalen ausgebildeten Organspendeausweis bei Urlauben auch den entsprechenden Fremdsprachen mitnehmen. Noch eine letzte rechtliche Bemerkung. Patientenverfügung und Organspendeausweis können sich widersprechen. Also, wenn Sie in der Patientenverfügung sagen, ja, also ich will aber keine lebensrettenden Maßnahmen, ich wollte aber vielleicht Organspenden, das passt unter Umständen nicht zusammen. Dann werden die Apparate unter Umständen vorabgestellt und Sie kommen gar nicht in die medizinische Situation rein, spenden zu können. Also es gibt jetzt verschiedene Fallkonstruktionen. Es ist eine offizielle Empfehlung, auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie können sich auch dort für die Patientenverfügung Textbausteine runterladen. Es gibt inzwischen auch schon Patientenverfügungen, die dieses auch mit drin haben. Ich weise darauf hin, dass es da Widersprüche geben kann und es ist sinnvoll, das von vornherein zu klären, in welche Richtung auch immer. Als allerletztes, dann bin ich jetzt fertig, eine kleine Wertung von mir noch zum Schluss. Also jetzt sage ich meine Meinung. Ich finde, ganz toll ist das ausgedrückt im Neuen Testament. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben, könnte man sagen, ist ein organspendebefürwortender Ausdruck. Ja, man gibt ja seine Organe her, man könnte das so definieren. Wenn ich aber sehe wie dich selbst und wenn ich dann zu der Meinung komme, dass der Mensch aber doch wohl noch nicht tot ist, dann würde ich sagen, liebe ich mich nicht. Und wenn ich zusätzlich sage, ich habe eine Seele und die geht nach dem Sterben raus und weiter und ich bin ja dann meine Seele, dann ist das doch so eine Frage, ob das dann gut ist mit der Organspende. Ich bedanke mich fürs Zuhören.